Hallo, ihr Lieben, ich bin Patricia. Meine Mission ist es, unserer Welt zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz zu besiegen und dass jeder da draußen versteht, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst. Insulinresistenz erkennen, mein Thema für heute zu diesem Live am schönen Montagmorgen. Ich muss sagen, bei uns ist die Sonne rausgekommen und es ist arschkalt. Es ist wirklich einfach nur arschkalt. Es ist unfassbar. Es hat hier minus 6 Grad. Morgen geht es für mich nach 27 Grad und zwar in die Sonne nach Teneriffa und ich bin guten Morgen und ich bin wirklich, wirklich froh, weil jetzt ist schon echt kalt. Also ich mag das ja gerne, wenn es irgendwie, wenn es sonnig ist und trocken ist, finde ich das jetzt nicht so dramatisch, aber ich brauche es halt irgendwie auch keine 3 Monate und wenn es dann zwischendurch immer wieder nass und kalt und grau und ach, das ist nichts für mich. Deswegen, ich fliege morgen wieder in die Sonne und heute gehen wir nochmal durch, wie du Insulinresistenz erkennen kannst. Klar, messen macht immer Sinn. Messen ist immer besser als raten. Ich kann es dir nur sehr empfehlen, einfach mal zum Beispiel den HOMA-Index messen zu lassen, zu schauen, habe ich denn schon eine Insulinresistenz? Was bedeutet denn überhaupt Insulinresistenz? Das ist die Vorstufe von Typ-2-Diabetes und die hat jeder Zweite da draußen, die meisten Menschen, ohne dass sie es überhaupt wissen. Der Grund, warum ganz viele Menschen nicht abnehmen können, warum sie ständig müde sind, Heißhunger haben, nicht länger ohne Essen aus können, vielleicht schon Bluthochdruck entwickelt haben, schlecht schlafen, Gelenkschmerzen haben, Bauchfett haben. Ja, jeder Mensch, der Bauchfett hat in irgendeiner Art und Weise, hat auch eine Insulinresistenz. Und jetzt kommt der Oberknaller, auch dünne Menschen können eine Insulinresistenz entwickeln. Das sind die sogenannten TOFIs. Thin inside, fat outside bedeutet andersrum, ja, thin outside, fat inside. Die schauen von außen dünner aus, ja, sind aber innerlich total verfettet. Du kannst nämlich einige Kilo Bauchfett, das sogenannte gefährliche viszerale Fett, ja, das sich um deine Organe legt im Bauchbereich, die kannst du in deiner Bauchhöhle ansammeln, ohne dass da eben groß zu sehen ist, hey, das ist eine dicke Person oder das ist eine Person, die hat Übergewicht, das ist eine Person, die hat zu viel Körperfett. Das sieht man den Leuten dann auch nicht an. Das sind oft ganz dünne Menschen tatsächlich, ja, die aber ja, vielleicht ein bisschen Skinny Fett haben, wo man es vielleicht am Bauch ein bisschen sieht, dass es halt nicht so stramm ist, da ist kein Sixpack da, ja, weil einfach Fett über den Muskeln ist. Aber man würde jetzt nicht sagen, okay, da haben wir ein Problem, die Person ist übergewichtig oder sogar fettleibig. Nein, ganz und gar nicht. Die Person kann aber trotzdem krank sein. Metabolisch krank heißt eine Insulinresistenz haben. Bedeutet, die Zellen sind resistent dem Insulin gegenüber. Die Insulinrezeptoren an der Zelle, ja, haben so eine Art Mickey-Maus-Kopfhörer auf, die hören schon gar nicht mehr. Ja. Wenn Insulin andockt, ja, anklopft an der Zelle, den Zucker gerne in die Zelle bringen will, das ist nämlich die Aufgabe des Insulins, es ist ein fetteinspeicherndes Hormon. Was ganz genial ist, was Insulin macht, aber leider haben wir halt ein Problem, dass die meisten Menschen zu viel Insulin im Blut haben, also eine Hyperinsulinämie. Bedeutet Insulinresistenz umgangssprachlich. Ne? Und wie entsteht das? Naja, indem das die Bauchspeicheldrüse ständig und immer Insulin ausschütten muss, weil einfach immer zu viel Zucker im Blut ist, weil du zu viel Kohlenhydrate isst, dich zu wenig bewegst, ja, auch ganz viel verarbeiteten Quatsch isst, ungesunde Dinge zu dir nimmst, nicht natürlich genug isst auch, zu viel Stress hast, zu schlecht schläfst, vielleicht auch einen Nährstoffmangel hast. Das sind alles Dinge, die zu einer Insulinresistenz führen können. Und dann ist es so, dass die Bauchspeicheldrüse ja immer mehr Insulin braucht, um den Zucker, der immer kommt aus deiner Nahrung, aus deinen Getränken, in die Zelle zu bringen. Ja, weil jedes Mal, wenn du was isst, steigt dein Blutzuckerspiegel an. Der muss ja wieder gesenkt werden und der wird gesenkt, indem das Insulin kommt und das macht. Ja, Insulin wird parallel ausgeschüttet, also dein Blutzucker geht nach unten, nach oben, schießt nach oben, wenn du was isst, parallel steigt auch der Insulinspiegel, weil die Bauchspeicheldrüse das Signal bekommt, okay, Zucker im Blut, Insulin muss kommen, den Zucker in die Zelle bringen. Und irgendwann, wie gesagt, sagt der Rezeptor an der Zelle, sorry, na, also jetzt irgendwie ist hier voll, ja, die Zelle ist voll, Speicher sind schon komplett voll, ja, deine Leber, deine Skelettmuskulatur ist voll mit Zucker, ist voll mit Kohlenhydraten, dann geht's weiter ins Fett, ja. Das heißt, Insulin braucht es immer mehr und mehr und mehr Insulin, ja, damit das Insulin noch die gleiche Menge an Zucker in die Zelle bringen kann. Und dann erhöht sich immer, immer dein Insulinlevel. Und irgendwann ist es so, dass es gar nicht mehr runterkommt. Es bleibt einfach hoch, weil es immer gebraucht wird. Und ständig über Jahre hast du ein erhöhtes Insulinlevel im Blut, also eine Insulinresistenz. Und das ist die Vorstufe für einen Typ-2-Diabetes. Ja? Die meisten Menschen, wenn sie eine Diagnose bekommen, Typ-2-Diabetes, ja, haben schon 5 Jahre, 10 Jahre, vielleicht schon sogar 15 Jahre davor eine Insulinresistenz gehabt, einfach nur nicht gewusst, weil sie es nie messen haben lassen, weil sie sich nie darüber Gedanken gemacht haben, weil sie es einfach auch nicht gewusst haben. Die meisten Menschen wissen das ja noch gar nicht. Ja?
Und ich denke mal, die Pharmaindustrie und die Zuckerindustrie, die wird auch alles dafür geben, dass das so schnell die Menschen noch nicht raffen. Ja? Weil dann könntest du ja einfach mit deinem Lebensstil wieder gesund werden, bräuchtest keine Medikamente. Ja? Da könnte man viel weniger Geld verdienen mit dir. Und das ist natürlich nicht im Interesse der Pharmaindustrie. Und es ist auch nicht im Interesse der Zuckerindustrie, dass die Leute aufhören, Zucker zu essen. Ja? Das sind im Prinzip hier, wenn wir einfach dagegen angehen wollen, ja? Und einfach dieses Wissen in die Welt tragen wollen. Die, die das im großen Stile machen, die kriegen da regelmäßig einfach auf den Deckel von Pharmaindustrie und auch von der Zuckerindustrie. Das heißt, das sind zwei richtige starke Endgegner, gegen die wir da kämpfen müssen. Und deswegen hat sich das halt auch eingebürgert in unserer Gesellschaft. Ja, schluckst du halt Medikamente. Schluckst du halt Medikamente. Wenn du 40 bis 50 bist, gehen die Wehwehchen los, Bluthochdruck, dann gibt es Blutdrucksenker. Vielleicht gibt es dann aber auch noch Statine. Vielleicht, keine Ahnung was, brauchst du dann irgendwann Blutzuckermedikamente, ja, Metformin oder sowas oder irgendwas anderes. Dann gibt es noch die Abnehmspritzen, kann man sich auch noch holen. Das macht alles Kohle, ja. Und wir glauben es halt einfach, ja. Und das heißt, meine Mission ist es, deswegen sage ich immer, der Welt zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz zu besiegen und dass jeder da draußen versteht, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst. Weil so ist es nämlich. Du musst gar kein Geld dafür zahlen und Medikamente kaufen, dass du gesund wirst. Du wirst deswegen mit den Medikamenten gar nicht gesund. Ja, die Krankheit bleibt bestehen, nur die Symptome werden behandelt. Ja, du stirbst noch nicht ganz, ja, sondern vielleicht erst in 10 Jahren. Ja, ganz grob und drastisch ausgedrückt. Aber dass du das alles nicht brauchst, dass du wieder gesund werden kannst, indem dass du deinen Lebensstil anpasst, das sagt dir halt niemand. Ja, weder der Arzt, ja, der weiß es wahrscheinlich selber nicht, wie es geht, ja, noch irgendwie irgendwelche Behörden, irgendwelche Versicherungen, irgendwelche, keine Ahnung was, ja. Das ist nicht vorgesehen in unserer Gesellschaft, dass man nicht krank wird, weil man einen guten Lebensstil hat oder dass man wieder gesund werden kann, nur wenn man seinen Lebensstil verändert. Ja, und deswegen bin ich hier mit meiner Arbeit und mach meine Arbeit und helfe dir, deine Insulinresistenz zu besiegen, damit du endlich gesund abnehmen kannst. Ich schaue erstmal, dass du verstehst, was Insulinresistenz bedeutet und dass du dann im zweiten Schritt verstehst, was muss ich denn tun, um diese umzukehren. Ja, und heute geht es eben darum, wie kannst du sie erkennen. Ich habe jetzt erklärt, was es bedeutet, dass die Insulinresistenz die Vorstufe ist von Typ-2-Diabetes und jetzt ist die Sache, warum weiß es keiner? Die wenigsten. Weil es nie gemessen wird. Was musst du nämlich messen? Den HOMA-Index. Also, du brauchst den nüchternen Insulinspiegel dafür. Und nicht nur den nüchternen Blutzuckerspiegel oder den Langzeitblutzucker. Weil der nüchterne Blutzucker oder der Langzeitblutzucker sagen gar nichts darüber aus, wie insulinsensitiv du bist. Das weiß man dann gar nicht. Dann ist vielleicht dein Blutzuckerspiegel okay. Aber warum ist er okay? Weil Insulin sich einen Arsch aufreißt, ihn okay zu machen. Ja? Weil Insulin jenseits von Gut und Böse ist, du schon eine fetzende Insulinresistenz hast. Und was sagt der Arzt zu dir? Ja, nö, also Sie sind gesund. Guten Morgen, Uschi, schön, dass du dabei bist. Nö, also Sie sind gesund, alles gut. Und wenn der Blutzucker schon ein bisschen erhöht ist, aber noch nicht eben zu einem Wert, dass es ein Prädiabetes oder ein Diabetes ist, weil erst dann dürfen sie Medikamente aufschreiben, dann ist oft das Feedback, naja, da warten wir noch ein halbes Jahr, dann messen wir nochmal, dann ist es vielleicht höher und dann kann ich Ihnen Medikamente geben. What the fuck? Also, wenn du sowas hörst, dann bitte such dir einen anderen Arzt. Das kann ja nicht sein. Ja? Also, und das ist wirklich die traurige Realität. Und deswegen, ja, mache ich meine Arbeit. Und deswegen ist es so nötig, diese Arbeit zu machen. Und deswegen ist es so nötig, dass du mich dabei unterstützt und die Menschen auch hilfst, mit mir aufzuklären. Ja, wenn du es verstanden hast, dann teile den Inhalt weiter, ja. Weil, ach du Scheiße, Mann, wenn wir so weitermachen, haben wir in der nächsten, übernächsten Generation nur noch Diabetiker. Und ja, wie gesagt, wer davon profitiert, haben wir schon geklärt. Die Pharmafirmen. Und die Zuckerindustrie wollen wir nicht haben. So, Insulinresistenz, was bedeutet das? Haben wir geklärt, was passiert im Körper? Wie entsteht sie? Wie kannst du sie jetzt erkennen? Naja, im Grunde, ich habe es dir gesagt, hast du Bauchfett? Hast du eine Insulinresistenz? So einfach ist es, ja. Und da brauchst du auch nicht irgendwie das Schönreden und sagen, nee, also ja, ich hab schon Ranzen, aber nee, also ich bin ja noch gesund. Die Frage ist, wie lange, ja. Also ich kann ziemlich sicher sein, wenn du einfach Bauchfett hast, bist du auch nicht gesund. Dann hast du eine Insulinresistenz. Ja, deswegen lass den HOMA-Index messen. Dafür haben wir eben das nüchterne Insulin und den nüchternen Blutzucker. Die beiden Werte werden in Relation gesetzt, ja, mit einem Faktor X multipliziert. Was da rauskommt, ist ein Wert, der bitte unter 2 sein soll. HOMA-Index über 2 ist eine Insulinresistenz. Ich hatte neulich eine Followerin, die hat mir geschrieben, ja, HOMA-Index ist irgendwo bei 4, aber alles gut. Ich so, what? Nix ist gut. Nix ist gut, ja. Und ich habe sowas von keinen Bock mehr, es ist heute ein ganz direktes Live, auf diese ganzen Ärzte, die dann die ganze Scheiße verbreiten. Wirklich
Das ist dramatisch, ja? Das ist unterlassene Hilfeleistung, das ist schon versuchter, das ist schon kein Totschlag mehr, das ist schon wirklich ein geplanter Mord. Was soll das, ja? Das ist nicht normal und es ist halt vielleicht auch so, dass sie es einfach nicht wissen, dass sie einfach nach ihren Vorgaben arbeiten, nach ihren Regularien arbeiten. Und wenn das Labor sagt, ist okay, dann ist okay, aber dann frage ich mich, was ist es für ein Labor, ja? Also ein HOMA-Index über 2 ist definitiv nicht okay, sollte man sich anschauen, wenn du nicht irgendwann im Typ-2-Diabetes landen willst, ja. So, das heißt, erkennen am Bauchfett, ja. Hast du Bauchfett? Hast du ein Problem? Kommst du länger ohne Essen klar? 6, 7, 8, 9, 10 Stunden mal 24 Stunden nichts essen, schaffst du das überhaupt? Ohne, dass du eine Zumutung wirst für deine Mitmenschen, ohne dass es dir schlecht geht, ohne dass es dir schlecht wird, ohne dass es dir schwindelig wird, ohne dass dein Kreislauf in den Keller geht und ohne dass du völlig fertig auf der Couch sitzt und gar nichts mehr machen kannst, weil du keine Energie hast. Wenn das der Fall ist, dann hast du eine fetzende Insulinresistenz. Dann bist du nicht gesund, dann bist du metabolisch krank und dann solltest du unbedingt was ändern, wenn du nicht irgendwann dahin kommen willst, wie 75% aller Deutschen, ja, die eine Insulinresistenz haben und die dann irgendwann in Diabetes endet und dann irgendwann Medikamente schlucken. Ja. Das ist unser System. So ist es angelegt. Ja. Die Zuckerindustrie macht uns fett und dann zahlen wir die Pharmaindustrie, um die Krankheiten zu beheben. Ja, die beiden, die passen gut zusammen. Ja. Die sind Weltspitzenklasse. Und so funktioniert unser System. Die Frage ist, willst du in diesem System bleiben? Möchtest du da mitmachen oder möchtest du was verändern und möchtest du vor allem Herr über deinen eigenen Körper werden und Herr über deine eigene Gesundheit werden, weil du hast es selber in der Hand. Wie es dir geht, ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, ja. Und natürlich passiert es nicht von heute auf morgen, ja. Ich fange jetzt nicht an hier. Hallo Karin, nehme ich mal die Karin, die ist gerade rein. Karin fängt jetzt heute an, also scheint, als ob sie auf jeden Fall schon relativ gesund ist, ja, weil sie kümmert sich auch um Energie 40 plus, finde ich super. Karin entscheidet, okay, ab heute ändere ich was und ab morgen soll es gut sein. Nein, ja, das ist ein Prozess. Und es ist auch so, wenn du was geändert hast in deinem Leben, wenn du dich gesünder ernährst, wenn du dich mehr bewegst, wenn du besser schläfst, wenn du deine Nährstoffe auffüllst, das ist ja alles ein Prozess. Das ist einfach ein Lebensstil, den du hast. Deswegen sage ich Lebensstil dazu, ja. Weil wenn du das dann irgendwann nicht mehr machst, dann geht es auch ganz schnell wieder runter, ja. Also es wird nie eine Quick-Fix-Lösung geben, wo du 2, 3, 4 Sachen machst, alles erledigt, du bist gesund, du bist schlank, du bist schön, wunderbar, fertig. Brauchen wir nichts mehr machen. Es ist ein Prozess, der geht dein ganzes Leben lang. Aber das sollte dich auch begleiten in Freude und in, dass du es gerne machst. Weil es geht ja um dich und deinen Körper. Dein Körper ist ja dein höchstes Gut. Dein Körper ist ein Tempel. Wenn du dein Körper nicht funktioniert, Dinge nicht laufen in deinem Körper, dann kannst du nicht dein volles Potenzial auf die Straße bringen. Wenn dir das wurscht ist, okay, super, dann hörst du mir lieber nimmer weiter zu, weil dann wird es dir nichts bringen. Ja? Aber für alle die, die das wirklich ausnutzen wollen und die das Beste aus ihrem Leben rausholen wollen und die wirklich mit ihrem Lebensstil gesund werden wollen, die sind bei mir herzlich willkommen. Alle die, die weiter Pillen schlucken wollen, spritzen wollen und dabei, das kann man mal machen als Unterstützung, ja? Aber dabei nicht den Lebensstil verändern. Also nicht darauf achten, was ich esse, nicht darauf achten, wie ich mich ernähre, ja? Nicht darauf achten, wie ich mich bewege, nicht darauf achten, ob ich gut schlafe, nicht darauf achten, wie viel Nährstoffe ich zu mir nehme, ob mir was fehlt, ob ich was supplementieren muss. Und auch zu scheißen auf den ganzen Stress, den ich habe, weil es eh wurscht, jeder hat Stress, kann ich eh nichts ändern, kommst du halt auch nicht weit. Ne? Und diese Menschen sind natürlich nicht für mich, ja? Und ich bin nicht für sie. Ja? Das heißt, du entscheidest selber, ob du bleibst oder ob du gehst. Ja, so ist es. Also, Insulinresistenz erkennen. Wir haben gesagt, Bauchfett. Nicht länger ohne Essen auskommen. Ja, da sollte es schon klingeln. Wenn du vielleicht kleine Fibrome entwickelst am Hals, meine, ich zeige dir immer gerne, mittlerweile sind sie gar nicht mehr so stark. Man sieht sie wahrscheinlich nicht so gut. Ja, es ist ein bisschen dunkel hier. So kleine Hautanhängsel. Ja, wie so kleine Haut. Warzen, ja, also wie so kleine Muttermale, die so nach außen wachsen, die halt dann so an der Haut hängen. Und das sind auch, können Anzeichen sein von einer Insulinresistenz. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum habe ich denn das? Ich erkläre dir doch, wie du sie besiegen kannst. Absolut. Aber du kannst auch insulinresistent werden. Und das ist ja das Paradoxe. Auch wenn deine Ernährung passt, wenn dein Schlaf passt, wenn deine Bewegung passt, wenn deine Nährstoffe passen, trotzdem hatte ich eine Insulinresistenz oder habe eine entwickelt. Aufgrund von Stress. Ja. Cortisol triggert Insulin und Insulin, haben wir gesagt, ist ein fetteinspeicherndes Hormon. Du hast vielleicht auch schon mal den Begriff Stressbauch gehört.
Und ich merke das extrem, wenn ich zu viel Stress habe, ja, wenn ich wirklich sage, boah, gerade ist echt am Limit, kriege ich einen fetten Bauch. Also habe ich halt einfach mehr Bauchfett als sonst. Ich merke halt einfach, boah, ich habe super clean gegessen, wahrscheinlich eh zu wenig in den letzten Tagen wegen Stress, aber mein Bauch wird dicker. Ja, also da ist halt einfach mehr Bauchfett da. Und das kann von einem Tag auf den anderen kann sich das verändern, ohne Witz. Ja, und auch diese Dinger, die kommen ganz schnell wieder, die gehen auch schnell wieder weg. Aber das ist einfach mein Maß für meine Insulinresistenz. Und dann weiß ich wieder, okay, jetzt war es wieder zu viel, jetzt müssen wir wieder Balance schaffen. Und deswegen sage ich dir das, weil das ein Prozess ist, ja. Die Insulinresistenz, die kommt und die geht schon eine Nacht schlechten Schlafs, verschlechtert deine Insulinsensitivität um ganze 30%. Die letzten 2 Nächte, also die letzte Nacht habe ich gut geschlafen, super genug geschlafen. Die 2 Nächte davor waren ein bisschen weniger, ja. Wir hatten richtig viel zu tun, wir hatten einen richtig coolen Sale. Es war ganz viel los, ganz viele Menschen haben sich bei mir gemeldet, was total gut ist. Also es war positiver Stress für mich, ja, aber trotzdem Stress für meinen Körper. Der unterscheidet oft gar nicht so zwischen positivem und negativem Stress, weil er muss ja die gleichen Prozesse durchgehen, ja. Und wenn du natürlich den ganzen Tag am Handy sitzt, am PC sitzt und nur arbeitest und nicht rausgehst, dich nicht bewegst, ich bin immer wieder kurz zwischenzeitlich spazieren gegangen, bin ich schon viel besser geworden, auch mal dann die Dinge liegen zu lassen und einfach zu sagen, gut, jetzt kümmere ich mich mal kurz um mich selber. Das habe ich früher gar nicht gemacht. Dann wäre ich da 24 Stunden nur im Handy gewesen, ohne Essen und ohne Bewegen. Ja, das mache ich jetzt eh nicht mehr. Aber war es halt wieder schlechter Schlaf, ja, erhöhtes Insulin am nächsten Tag, erhöhter Blutzucker, eine leichte Insulinresistenz. Und so geht es rauf und runter, ja. Aber die meisten haben ja da draußen eine chronische Insulinresistenz, die einfach immer da ist, ja. Die immer da ist, weil sie einfach, sagen wir mal, ihr Lebensstil nicht der natürlichen Funktion, wie der Mensch sie braucht, entspricht, ja. Und so kannst du einfach erkennen, wie gesagt, wenn du Bauchfett hast, wenn du nicht länger ohne Essen auskommst, wenn du vielleicht schon Fibrome am Hals entwickelt hast, wenn du einen Bluthochdruck hast. 98% aller Menschen, die Bluthochdruck haben, haben auch eine Insulinresistenz. Wenn du schon eine Fettleber hast, dann ist oft die Frage, ja, ich habe eine Fettleber, aber eine Insulinresistenz habe ich nicht. Bah, nein. Ja, also natürlich hast du eine Insulinresistenz, wenn du eine Fettleber hast. Also ist doch, also das geht gar nicht anders, ja. Weil die Fettleber ist eigentlich schon die zweite Stufe der Insulinresistenz. Ja, da ist die Leber einfach schon überfordert, ja. Die Leber, die produziert die ganze Zeit Zucker, weil sie denkt, oh mein Gott, Scheiße, was ist da los, ja? Obwohl es das überhaupt gar nicht braucht. Ja, also die Leber ist einfach, die spielt einfach nicht mehr mit im System, ja. Und auch dein Fettleber kannst du umkehren, nicht nur deine Insulinresistenz. Ja, du kannst auch deinen Typ-2-Diabetes umkehren. Du kannst alles, 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 alles wieder umkehren. Ernährung spielt eine riesen Rolle dabei. Ja, das lernst du ja bei mir, wie du blutzuckerkonform dich ernährst. Aber auch oben drüber steht definitiv noch der Schlaf und der Stress. Ja? Und klar, bei mir geht es meistens um das Thema Ernährung. Ich bin ja auch ganzheitliche Ernährungsberaterin. Übrigens, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe, ist nicht das, was ich dir hier mitteile. Ja? Ich habe immer wieder auch mit anderen Coaches hier auf Instagram, die mich dann anschreiben, boah, und was hast du für eine Ausbildung gemacht? Mich interessiert das auch. Und so sage ich immer, boah, Finger weg. Ja? Wenn du so eine normale 0815 Ernährungsberater-Ausbildung machst, dann lernst du das meistens nach den Richtlinien der DGE und das willst du nicht. Ja? Dann isst du ein Ei in der Woche und wirst immer kränker. Herzlichen Glückwunsch. Und so sollst du dann deine Leute coachen. Neulich hatte ich eine, die gestartet ist bei mir, eine neue Kundin, die jetzt mitmacht beim Fettstoffwechsel Reset, die vorher bei einer Ernährungsberaterin war, die hat eine Insulinresistenz, die Dame, und ein paar große andere Baustellen auch noch. Und die Ernährungsberaterin hat gesagt, ja, du kannst alles essen, du musst einfach nur auf die Kalorien schauen. Und ich denke mir so, boah, nein, bitte nicht. Es ist entscheidend, was du isst. Es ist so entscheidend, was du isst. Ja, und diese Aussage die ganze Zeit, du musst einfach nur auf die Kalorien achten und es ist egal, du darfst alles essen, das stimmt nicht. Ja? Es gibt Menschen, die können vielleicht wirklich alles essen im Sinne von, die haben nicht viel Unverträglichkeiten, die sind nicht so sensitiv auf Gluten, ja, die haben kein Problem mit Insulin. Da kann das klappen, aber das ist meistens sind es Menschen, die gesund sind und die gehen ja nicht zur Ernährungsberaterin, weil die haben keine Probleme, die wollen nicht abnehmen, ja? Ob sie gesund sind, ist die andere Frage. Wir haben vorher gesagt, es gibt die sogenannten Tofis, ja, auch dünne Menschen können eine Insulinresistenz haben. Ja, und das ist halt einfach auch mit meiner Message, pass auf, wem du zuhörst und wem du glaubst. Ja? Und die meisten, die wissen es halt einfach nicht. Ja, ich habe auch meine Ausbildung gemacht und dachte so, jetzt
verstehe ich die Welt. Ja, Pustekuchen. Ich habe ganz von vorne angefangen und habe mal verstanden, okay, ich muss einfach selber lesen, ich muss Bücher lesen, die neu sind. Ich darf nicht Ernährungsempfehlungen folgen, die schon 20 Jahre alt sind. Ja, weil sonst esse ich Leitprodukte und denke, Fett macht mich fett und esse nur ein Ei, weil sonst habe ich zu viel Cholesterin. Und was es noch für Mythen gibt. Ja, also ich glaube, ihr kennt schon ein paar davon. Ja, und die, die mir schon länger folgen, die schon öfter in meinem Live sind, die haben das auch schon öfter gehört, ja, für die ist das auch nichts Neues. Aber es sind immer noch so viele Menschen da draußen, die das leider nicht wissen. Und deswegen hilf mir bitte dabei, diese ganzen beschissenen Mythen einfach aufzuklären. Ja? Dass die Leute es einfach mal verstehen und dass wir nicht mehr geblendet werden, ja? Von der Zuckerindustrie und auch nicht von der Pharmaindustrie. Ganz wichtig, das ist wirklich, wirklich mein oberster Wunsch. Ja? Also so kannst du erkennen, wie du ob du eine Insulinresistenz hast. Ja? Also, wir haben jetzt gesagt, danke fürs Folgen, Ivona. Wir haben jetzt gesagt, du hast Bauchfett. Du kannst nicht länger ohne Essen auskommen. Ja? Du hast ständig Heißhunger, das habe ich noch nicht erwähnt. Der Heißhunger, immer wenn du Heißhunger hast, ja, wenn du wirklich sagst, jetzt, ich brauche was zu essen oder schnelle Energie. Ja? Insulinresistenz. Ja? Die Fibrome am Hals habe ich erwähnt. Ja, wenn du vielleicht aber auch Gelenkschmerzen hast, wenn du ständig müde bist, wenn du schlapp bist, das sind alles Symptome von einer Insulinresistenz. Ballaststoffreich essen, wurde ihm gesagt, stimmt, das ist eine tolle Frage. Ich muss nun auch zur Ernährungsberatung, aber da ich nicht viel wiege, sollte ich nicht abnehmen. Ja, super. Also die meisten bei mir natürlich wollen abnehmen, aber im Grunde gelten für dich die gleichen Regeln, auch wenn du nicht abnehmen möchtest. Dann isst du halt einfach die guten Dinge, aber halt genügend davon. Wirklich auch nicht im Kaloriendefizit und wirst dadurch auch Schritt für Schritt gesund. Ja. Ballaststoffreich essen ist super, wenn, jetzt kommt das große Aber, ja, und das ist wirklich ein Problem bei uns, wenn dein Darm gesund ist. Ja. Das heißt, ja, Diversität des Mikrobioms ist wichtig und Ballaststoffe sind Futter für deine Darmbakterien. Das kann ich genauso unterschreiben, aber wenn dein Darm zerfetzt ist und du ein leaky gut hast und nichts funktioniert, dann hast du wahrscheinlich ein paar Probleme mit Ballaststoffen. Das wirst du vielleicht auch merken. Ja? Klar, wenn du dazu nicht genug trinkst, ist das natürlich auch doof, aber da musst du vielleicht noch ein bisschen vorsichtig sein mit Ballaststoffen und auch mit Fermenten. Und natürlich ist Sauerkraut und Kimchi und Kefir wunderbar. Kann ich gerade zu mir nehmen? Ah, schwierig. Ja, weil einfach mein Darm gerade noch nicht so ganz in Ordnung ist. Ja, der ist auch belastet durch den Stress. Deswegen Leaky Gut, der jetzt mittlerweile zum Glück ausgeheilt ist. Aber ich habe auch wirklich geschaut, was ich esse in der letzten Zeit. Habe viele Gemüsesorten weggelassen, die ich nicht vertrage, aufgrund, weil sie sehr viele Lektine haben zum Beispiel. Ja? Das heißt, wenn dein Darm okay ist und du keine Verdauungsprobleme hast und du kein Leaky Gut hast, dann kommst du mit einer diversen Ernährung, ja, und vielen Ballaststoffen total gut klar. Und das ist eine tolle Empfehlung, die ist ja auch nicht falsch, aber ist halt für viele leider nicht umsetzbar in der Situation, in der sie gerade stecken. Meine Meinung zu Rohmilch, ja, Rohmilch, die direkt vom Bauern kommt nebenan, die du dir selber holst, die von ein paar Kühen ist, super, ja. Für viele auch viel besser verträglich als eine normale Milch, die von 100.000 Kühen kommt, ja, und die voller Hormone und keine Ahnung was ist, ja, die wollen wir bitte nicht, ja. Also Milch ist eigentlich nichts, was der Mensch braucht, der erwachsene Mensch. Keine Art von Milch. Streich Milch aus deiner Ernährung, braucht's nicht. Wenn du sagst, im Kaffee ein Spritzer Milch, dann ja klar, dann nimm Rohmilch, wenn du da rankommst. Und du sie verträgst, nimm meinetwegen einen Spritzer zuckerfreie Mandelmilch. Aber trink nicht literweise deine Eiweißshakes mit Mandelmilch, wo aber auch wieder minderwertige Pflanzenstoffe und Dickmacher und was weiß ich was drin ist. Such dir dann wenigstens eine Mandelmilch, die so wenig Inhaltsstoffe hat wie möglich und die keine minderwertigen Pflanzenöle besitzt und keine Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe. Ist schwierig, ja. Also habe ich noch nie eine gefunden. Es gibt ein, zwei kleine Mandelmilch, wo ich sage, ja, könnte ich auch mal. Übrigens, kann ich euch was zeigen. Total cool. Ich habe es nämlich noch da. Fällt mir gerade erst ein.
Ja, das ist jetzt eine mit Geschmack, aber egal. Was dann zum Beispiel auch cool ist, ist Macadamia-Milch. Ja? Gibt es von Macadamia Nut Farm, die finde ich total super. Ich esse gerade keine Nüsse, weil ja, Nüsse sind auch gerade für mich super schwer verdaulich mit meinem angeschlagenen Darm. Gerade nicht für mich nicht gut, aber wenn bei dir alles okay ist, kannst du natürlich hin und wieder auch Macadamia-Nüsse essen. Und die Macadamia Nut Farm, die hat auch Mandelmilch, Macadamia-Nussmilch. Die ist jetzt wie heißt denn? Mit Kurkuma. Hab sie noch nicht probiert. Die haben aber auch eine normale. Ich würde die normale empfehlen, ja. Super. Total clean. Da ist kein Scheiß drin. Auch die Nussprodukte, die Nussmus, die haben super, ja. Ich würde jetzt hier keine Werbung machen. Ich habe da tatsächlich einen Code. Findest du, glaube ich, im Link zu meinem Profil. Wenn du was sparen magst, kannst du da bestellen. Mega, also ich liebe die, richtig cool. Das ist wirklich was, wo ich sage, das ist mal clean, das kann man kaufen. Aber im Supermarkt ist halt immer schwierig, ne? Also da, die sind auch noch nicht in Supermärkten, also die kann man bis jetzt nur online bestellen. Das wäre zum Thema Milch. Aber zurück zur Rohmilch, ist natürlich eine ganz fantastische Sache, ne? Auf Zucker verzichten ist natürlich die Basis, ganz klar. Also bin ich voll bei dir, ja, definitiv. Genau, super, danke für die ganzen Herzen, voll süß, voll süß. Genau, also Insulinresistenz erkennen. Haben wir jetzt gesagt, auf was es ankommt, was die Symptome sind. Und jetzt kannst du natürlich und empfehle ich dir auch, wenn du jetzt zugehört hast und dir denkst, okay, scheiße Mann, okay, ich habe eine Insulinresistenz. Jetzt kann ich es leider nicht mehr leugnen. Dann lass mal den HOMA-Index messen, einfach, dass du einen Ausgangswert hast, ja, oder zumindest nüchtern Insulin, vielleicht weißt du ja auch schon deinen nüchtern Blutzucker, dann kannst du den HOMA-Index selber ausrechnen und lass den HOMA-Index einfach messen, selbst wenn der unter 2 rauskommt und du all diese Symptome hast, dann schau da weiter drauf, weil dann kannst du trotzdem eine Insulinresistenz haben. Jedes Organ kann übrigens insulinresistent werden, ja, bei der Leber haben wir schon drüber gesprochen, aber auch dein Gehirn, ja. Wenn du Konzentrationsprobleme hast und dich nicht fokussieren kannst, da haben wir wahrscheinlich dann ein Energieversorgungsproblem im Gehirn, ja, weil die Energie, also die Glukoseverwertbarkeit deines Gehirns nimmt ab, je älter du wirst. Das heißt, die Fähigkeit deines Gehirns aus dem Zucker, der in dein System kommt, Energie zu ziehen, ja, was der Körper ja primär macht, das funktioniert immer schlechter, je älter du wirst. Deswegen bin ich ja auch so ein Fan von den Ketonkörpern, die dein Körper ja auch selber herstellen kann, weil Ketone können immer in dein Gehirn. Ja, und deswegen ist es ja auch so genial bei Alzheimer, Demenzen und so weiter. Schon Diabetes Typ 3 nennt man das ja, ja. Hängt genau so mit zusammen. Ja. Warum ist es so wichtig, bei manchen Produkten es fermentiert zu kaufen? Wer birgt sogar eine Alternative? Ihr stellt coole Fragen. Also TikTok ist heute super, ja, mega geniale Fragen. Birkenzucker kann eine Alternative sein, besser als normaler Haushaltszucker. Ja, also Birkenzucker ist ja Xylit. Hat aber trotzdem vom glykämischen Index her, also es wird deinen Blutzucker erhöhen. Ja, für mich ist es keine Alternative, weil ich frage mich, na gut, nimmst halt was ein bisschen weniger deinen Blutzucker erhöht als Zucker, besser, ja, aber nimm doch gleich was nicht den Blutzucker erhöht, Erythrit oder Stevia zum Beispiel. Ja, übrigens, falls jemand fragen will, ja, Kokosblütenzucker, das ist nur eine Verarsche. Das ist eine absolute Verarsche. Den braucht ihr nicht nutzen. Warum ist es so wichtig, bei manchen Produkten das fermentiert zu kaufen? Ja, also das, die Fermente habe ich vorher angesprochen, weil wir es von Ballaststoffen hatten und Ballaststoffe sind ja natürlich tolles Futter für deine Darmbakterien. Aber dann musst du natürlich auch immer wieder unterscheiden. Fermente genauso, ja, sind quasi, ist ein Futter für deine Darmbakterien auch, ja. Und natürlich kannst du Probiotika nehmen. Ja, also zum Beispiel habe ich immer hier, ich habe schon fast alles eingepackt, außer meine Supplemente. Die Supermikroben von Ferment kann ich total empfehlen, am Morgen 2 davon zu nehmen. Bringt dein Darmmikrobiom schon echt wieder gut in Ordnung. Ich werde jetzt auch wieder damit starten, ich hatte die noch zu Hause. Dann kannst du da natürlich mit Probiotika unterstützen, aber Fermente in dem Fall Präbiotika sozusagen. Die Vorstufe dafür, dass dein Darm das einfach auch selber herstellen kann, ja, dass deine Darmbakterien Futter haben. Aber wenn du halt schon einen kaputten Darm hast, dann kannst du halt auch mit Fermenten nicht gut umgehen. Ja, dann kannst du schon Kimchi essen und kannst Sauerkraut essen und kannst Kefir trinken, aber wahrscheinlich kriegst du einen fetzen Durchfall davon. Ja? Und entweder musst du dich dann langsam dran gewöhnen oder es ist halt einfach so, bring erstmal deinen Darm in Ordnung und dann kannst du halt auch wieder Fermente zu dir nehmen. Ja, also das ist halt das Thema. Genau.
Lass den Humor-Index messen, da waren wir stehen geblieben. Wo kann man das messen lassen? Du musst sowieso den selber zahlen. Ja? Ja, Prävention, da zahlt dir keine Kasse, kostet aber wirklich nur 19 Euro. Das kann sich jeder leisten. Das ist wirklich nicht dramatisch. Da kostet das nüchtern Insulin irgendwie 17 Euro irgendwas und die Glucose kostet 1 irgendwas und dann rechnet dir das Labor einfach schon aus, was dein Humor-Index ist und dann weißt du es. Ja? Du kannst es beim Hausarzt versuchen, die stellen sich da meistens quer, sagen, man braucht es nicht und völliger Blödsinn oder wissen gar nicht warum. Ja, die wollen nur deinen nüchtern Blutzucker und deinen Langzeitblutzucker, den Rest interessiert die nicht. Und die Hausärzte können es halt auch nicht abrechnen. Das heißt, für den Hausarzt, dir eine einzelne Rechnung zu stellen für deinen Humor-Index, ist für den Heidenaufwand. Und natürlich sagt der, nee, das machen wir nicht und das braucht es nicht. Ja, das heißt, du kannst zum Diabetologen gehen, zum Endokrinologen oder zum Frauenarzt. Das sind die meistens noch am ehesten das machen, ja, weil es auch einfach in Kombination mit Fruchtbarkeit gemessen wird, um zu sehen, hängt ja auch mit PCOS zusammen, also polyzystisches Ovar-Syndrom, wo ja auch ganz viele Frauen davon betroffen sind und deswegen vielleicht auch noch ein unerfüllter Kinderwunsch da ist, ja, weil einfach eine Insulinresistenz mit einem PCOS daraus geworden ist. Klar, aber es ist auch gut, dass du keine Kinder kriegen kannst, ja. Das sage ich so direkt, weil werd erstmal gesund, weil dein Körper will auch kein krankes Kind kriegen. Ja? Wenn du eine Insulinresistenz hast, schwanger wirst, natürlich hat dein Baby auch eine Insulinresistenz. Dein Embryo wächst mit Insulinresistenz heran, das Baby kommt mit Insulinresistenz auf die Welt. Herzlichen Glückwunsch, das wollen wir doch nicht, oder? Also das heißt, erst gesund werden, Insulinresistenz besiegen und dann können wir uns darüber unterhalten, dass wir schwanger werden und dann funktioniert es halt auch. Ja? Weil der Körper, der ist ja nicht blöd, der lässt sich ja nicht Nachwuchs in dir heranwachsen, wenn es kein gesundes Umfeld dafür gibt. Gleiche gilt übrigens auch für die Männer. Ich sage, es sind nicht immer nur die Frauen. Du brauchst nicht glauben, dass deine Spermien eine gute Qualität haben und schnell schwimmen können, wenn du eine Insulinresistenz hast. Ja, auch da ist es wichtig. Ja. Eine bescheidene Frage. Hier dürfen wir alles fragen. Alles, was ich natürlich beantworten kann. Woher hast du denn dein Wissen? Also ich lese ganz viel, ich folge Menschen, die wirkliche Koryphäen sind auf ihrem Gebiet. Ich befasse mich ganz viel mit dem Thema Fettstoffwechsel, mit dem Thema Ketose, einfach moderne Therapiemöglichkeiten von Insulinresistenz und Typ-2-Diabetes, ja, ohne dass man eine Haferkur macht und Vollkorn isst, ja, was dir dann oft noch empfohlen wird. Also das wollen wir einfach nicht machen. Thema Weihnachtsgeschenk, ja, das ist wahrscheinlich nur so eine Spaßfrage, aber ich nehme die total ernst, weil schenkt deinen Liebsten was ihnen hilft. Schenkt ihnen nicht irgendeinen Dreck, irgendeine Deko-Scheiße, was sie sich irgendwo hinstellen und was einstaubt. Schenkt ihnen Nährstoffe, schenkt ihnen gute Lebensmittel, macht keine Geschenke in der Familie und kauft hochwertiges Fleisch. Das ist sinnvoller, als sich irgendeinen Dreck zu kaufen, den man irgendwann nur wegschmeißt und das einfach nur Ballast in deinem Leben darstellt. Heute ist aber mal ein richtig direktes Live. Der Montag, da haue ich einen raus. ich habe nichts publiziert. Also ja, ich hab schon was publiziert. Ich habe meine Guideline geschrieben. 5 Elemente gegen Insulinresistenz, die ich verkaufe für 29,99. Man darf das aber noch kein Buch nennen. Das sind nämlich 11 Seiten Zusammenfassungen von all meinem Wissen sozusagen. In puncto Ernährung, Bewegung, Schlaf, Nährstoffe, Stressregulierung. Alles, was du brauchst, um gesund abzunehmen, um deine Insulinresistenz zu besiegen. Medizinerin bin ich auch nicht. Nein, um Gottes Willen. Ich bin auch keine Ernährungswissenschaftlerin oder sonst irgendwas. Ich habe tatsächlich Tourismusmanagement studiert, aber habe dann irgendwann gesagt, gut, ich widme mich der Gesundheit, habe eine Ausbildung gemacht zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin, bin auch noch Personal Trainerin, aber wie gesagt, das Wissen, was ich in meiner Ernährungsberaterausbildung gelernt habe, mit dem würde ich nicht weit kommen. Ich habe mich dann auf jeden Fall noch sehr viel weitergebildet. Magen-Darm-Grippe. Was meinst du, Magdalena? Magen-Darm-Grippe? Du meinst, weil mein Darm gerade nicht in Ordnung ist. Ich habe einen Leaky Gut. Der ist mittlerweile eigentlich ganz gut ausgeheilt nach dem letzten Messergebnis. Aber ich muss immer noch aufpassen. Mein Magen und mein Darm sind sehr sensitiv dem Stress gegenüber. Nicht nur meiner. Die ganzen da draußen, ja, die meisten checken es einfach nur nicht, wie es zusammenhängt, leider. Das heißt, in stressigen Phasen, ist es halt auch so, die meisten nehmen sich auch viel zu wenig Zeit zum Essen. Wenn wir uns alle mal die nötige Zeit zum Essen nehmen würden, nichts anderes nebenbei machen würden, gut kauen würden und vorher in Parasympathikus gehen würden, also vor dem Essen, nicht schon im Stress essen, sondern erstmal runterkommen, atmen, entspanntes Essen zubereiten und dann essen, dann wird auch die Verdauung besser funktionieren. Weil die Verdauung, wenn du im Sympathikus bist, ja, die funktioniert nicht. Ja, weil wenn du im Fight- oder Flight-Modus bist, Stress hast dich
du kämpfen musst, dich verteidigen musst, dann wird auch nichts verdaut. Weil dann wäre das Energie, die brauchen wir gerade nicht. Ja, wir müssen uns verteidigen, wir müssen am Leben bleiben. Und wenn du im Sympathikus bist, dann passiert ja genau das. Und deswegen ist es wichtig, wenn du isst, dass du in den Parasympathikus wechselst. Das kannst du mit kurzen Atemübungen machen, länger ausatmen wie einatmen. Boxatmung zum Beispiel, ja. Oder einfach schauen, dass du runterkommst, einen kleinen Spaziergang davor machst, dann in Ruhe dein Essen zubereitest und dich nicht schon stresst, was muss ich nach dem Essen noch alles machen, weil dann isst du wieder im Sympathikus und dann findet auch die Verdauung nur halb oder gar nicht statt und natürlich kommt dann der ganze Scheiß im Darm an und unverdaut und kommt dann unten auch wieder raus und du siehst genau in der Schüssel, was du gegessen hast. Nicht, weil du es ausgekotzt hast, sondern weil du es in deinem Stuhl siehst. Nicht normal. Nicht normal. Ja, also heute ist mal ein ganz direktes Live. Sorry für alle, die jetzt denken, oh mein Gott, Hilfe. Wer mich schon kennt, der weiß ja, wie ich bin. So, HOMA-Index messen. Dann habe ich gesagt, wenn der HOMA-Index unter 2 ist und du trotzdem diese Symptome hast, lass es trotzdem anschauen. Schau weiter rein. Weil wenn es dir nicht gut geht, dann hast du irgendwo eine Baustelle. Ja? Und dann könntest du zum Beispiel noch einen OGTT machen oder einen Glukosetoleranztest. Einfach mal, um zu schauen. Und da bitte auch Insulin messen, ja, nicht nur Glukose messen beim oralen Glukosetoleranztest, sondern auch Insulin. Das ist dieser Test, wo du diese furchtbare Zuckerlösung trinken musst. Ich habe das noch nie gemacht und ich will das auch nicht machen. Ja, bin immer noch glücklich davon gekommen. Ja, aber jeder, der schon mal schwanger war, der weiß genau, was das ist, weil da muss man das nämlich machen. Und dann eben schauen, Insulin messen, das anschauen und parallel aber auch Zucker messen, Glukose messen, parallel aber auch Insulin messen. Ganz, ganz wichtig. Und dann kannst du eben sehen, wie der Blutzucker und wie das Insulinlevel parallel auch ansteigt und wie es dann auch wieder absinkt und wie lange es braucht abzusinken. Ja? Das heißt, du misst dann davor, du trinkst die Zuckerlösung, du misst eine halbe Stunde danach, eine Stunde danach, eineinhalb Stunden danach, zwei Stunden danach und so weiter. Ja? Damit du siehst, wie lange braucht der Blutzucker, bis er wieder runtergeht, wie lange braucht das Insulin, bis es wieder runtergeht. Und dann spätestens merkt man, hoppala, okay, das Insulin, bis es wieder runtergeht, wenn es überhaupt runtergeht, ach, schwierig. Funktioniert überhaupt nicht. Und dann hast du auch eine Insulinresistenz. Ja. Das heißt, klar, die Diagnose hast du durch den HOMA-Index, durch den OGTT, dann weißt du Bescheid und dann geht es halt darum, das Ganze wieder umzukehren. Ja, und ich habe dir gesagt, es geht um Ernährung, es geht um Bewegung, es geht um Schlaf, es geht um Nährstoffe und es geht um Stressregulierung. Und es geht wirklich, 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 liebe Grüße an die Inge, wer auch immer die Inge ist, ich mache sowas ja immer gerne mit, 5 Elemente, um die du dich kümmerst, um deinen gesunden Lifestyle also zu etablieren. Ja? Und natürlich ist es wichtig, wie du dich ernährst, was du isst, wie du isst, dass dein Blutzucker stabil bleibt, ja? Auf Zucker verzichten, Gluten so gut es geht meiden und. Ja? Die Reihenfolge der Makronährstoffe beachten, ja, dass der Blutzucker nicht so stark ansteigt, Obst und Zucker nicht isoliert auf nüchtern Magen, immer in Kombination mit Fett und Eiweiß oder als Ende der Mahlzeit als Dessert, spazieren gehen vom Essen gehen, spazieren gehen nach dem Essen, Bewegung, Krafttraining machen, ja, so wichtig. Ja, Krafttraining macht die Zellen wieder sensitiver dem Insulin gegenüber. Es ist unfassbar wichtig. Schlaf, ja, verbessere deinen Schlaf, Tiefschlafphase, REM-Schlafphase. Schau dir das mal an. Wie ist dein Schlaf? Wachst du jeden Tag ohne Wecker auf und bist fit? Oder brauchst du einen Wecker, um aufzustehen zu der Zeit, wo du aufstehen musst? Wenn du nicht schaffst, ohne Wecker aufzuwachen, dann ist es auch kein guter Schlaf, ja, auf Dauer. Das heißt, schau dahin und verbessere das. Ich habe auch zu jedem dieser Elemente ein Story-Highlight in meinem Profil. Ja, das sind die runden Kreise. Die habe ich sortiert nach den Themen. Es gibt eins zur Ernährung, blutzuckerkonforme Ernährung. Es gibt sogar eins komplett zur Insulinresistenz, wo du alles findest. Es gibt eins zum Thema Schlaf, zum Thema Stress, zum Thema Training. Es ist einfach alles da. Es gibt sogar eins zum Thema Stress, weil Stress spielt auch eine Rolle. Ja? Du kannst alleine Insulinresistenz entwickeln, nur weil du zu viel Stress hast. Das ist alles möglich. Und wie gesagt, bin ich das beste Beispiel. Und es ist auch alles ein Prozess. Es ist nie so, dass du fertig bist. Ja, es ist nie so, dass du machst ein Programm oder du machst eine Diät oder was auch immer. Diäten funktionieren eh nicht, die sind viel zu einseitig, die sind viel zu restriktiv, als dass du sie ein Leben lang durchhalten kannst. Es wird auch nicht einmal sein, trinkst eine Box exogene Ketone und super, ja, du bist geheilt, du bist dünn, du bist schlank, du bist gesund. Nein, es ist alles ein Prozess und es ist tatsächlich so wichtig, dass du verstehst, dass es ein Prozess ist, der nicht in ein paar Wochen abgeschlossen ist und dann kannst du wieder machen, was du willst, sondern du wirst in diesem Prozess lernen, für dich zu sorgen, dich um dich zu kümmern, du wirst lernen, was gut ist für deinen Körper, was schlecht ist für deinen Körper
Und jede Entscheidung, die du triffst, jeden Tag, ob bewusst oder unbewusst, ist eine Einzahlung auf dein Langlebigkeitskonto, auf dein Gesundheitskonto, ja, ins Positive, aber auch ins Negative. Und es heißt nicht, dass wir Moralapostel sind und immer nur die guten Sachen machen, ja. Man kann auch mal ein Stück Torte mit Zucker und Mehl essen, davon stirbst du nicht und das ist in Ordnung, aber versteh, was im Körper damit passiert, dann magst du es wahrscheinlich gar nicht mehr essen, ja, so geht es mir zumindest. Versteh, dass es nicht jeden Tag Pasta sein muss und das Brot kein Hauptgrundnahrungsmittel ist, ja. Und dass du einfach mal verdammt nochmal genügend Eiweiß essen sollst. In Form von Fisch, Fleisch und Eiern. Und wenn du das schon mal verstanden hast, dann ist es die halbe Miete. Und vor allem dann natürliche Lebensmittel essen. Ja? Also Lebensmittel, die keine Zutatenliste brauchen. Und ja, dann fallen 90% aller Lebensmittel im Supermarkt weg. Aber sei doch froh, da musst du doch diese Regale gar nicht mehr durchlaufen, weil da gibt es eh nichts Essbares für dich. Ja? Konzentrier dich auf Gemüse, konzentrier dich auf Obst, konzentrier dich auf Fisch, konzentrier dich auf Fleisch, konzentrier dich auf Eier. Und da bitte achte auf die Qualität. Ja, kauf nicht die Legebatterien-Eier und das Fleisch von der Edeka-Theke, jetzt möchte ich keinen Laden schlecht machen, sorry, ich habe nichts gesagt, ja, das Fleisch aus dem Supermarkt, eigentlich, ich bin Fan von Edeka, ich liebe Edeka, aber ich würde auch beim Edeka kein Fleisch kaufen, bin ich ganz ehrlich, ja. Zumal nicht, wenn ich es dauerhaft esse. Ja, wenn ich dann mal so ein Stück esse, weil ich dann nichts habe zum Essen und ich muss mir dann Fleisch holen, dann bringt mich das nicht um. Keine Frage, aber will ich das auf Dauer haben? Nein. Ja, es geht um die Qualität. Wie hat das Tier gelebt? Ist es artgerecht gehalten worden? Was hat es gefressen? Kauf keine Eier von Hühnern, die Soja fressen. Ist in dir auch drin. Macht in dir Entzündungen. Ja, also macht keinen Sinn. Ja, achte auf die Qualität. Beim Gemüse, beim Obst verstehen das noch die meisten. Okay, dann kaufe ich Bio-Gemüse, ich kaufe Bio-Obst. Okay, gut. Saisonal, regional ist auch eine tolle Sache. Kauft es nicht das Zeug in Plastik, sondern das Zeug, was unverpackt ist. Okay, das kriegen die meisten noch ganz gut hin. Und das ist der gesunde Menschenverstand, der dich dahin führt. Aber halt beim Fleisch und bei Milchprodukten, wenn du da nicht Bio kaufst und beim Fleisch nicht weißt, wo es herkommt und wie es gehalten wird, also direkt beim Erzeuger, dann würde ich auch nicht dauerhaft und ständig Fleisch essen. Ja? Also es ist so wichtig. Ja? Wenn ich sage Fisch, Fleisch, Eier, dann meine ich in höchster Qualität, die du kriegen kannst. Wichtig, 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 wichtig. Genau. Heute hatte ich es erst gerade vorher hochgeladen, Reel zum Thema Eiweiß, weil das auch immer, frage ich ja, wie viel Eiweiß? Ja, Eiweiß esse ich genug. Ich esse Mozzarella und ich esse Schafskäse. Und Käse esse ich auch gerne. Ja, und ich esse ja Joghurt und Kefir. Alles gut, also Eiweiß, da habe ich kein Problem. Und dann denke ich mir so, hast du schon mal gemessen, wie viel Eiweiß in dem Zeug drin ist, was du gerade aufgezählt hast? Also nicht viel, das reicht dir nirgendwo hin. Ja? 1,6 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht solltest du essen. Und das sind einfach so Basics. Jetzt habe ich mal so ein paar Ernährungsbasics rausgehauen. Ne? Das lernst du alles bei mir. Jetzt lernst du auch in meiner Guideline die 5 Elemente gegen Insulinresistenz im Ernährungskapitel. Das ist das allererste. Also Ernährung, Bewegung, Schlaf, Nährstoffe, Stressregulierung. Um die Dinge kümmern wir uns. Und dann lernst du deine Insulinresistenz umzukehren. Du lernst den Prozess eines gesunden Lifestyles. Und das ist dann auch ein Prozess und der bleibt dir dann ein Leben lang. Ja, wenn du das ernsthaft machst, dann hast du es verstanden. Und dann willst du nicht mehr ständig Pasta, Pizza, Burger, Gummibärchen, Schokolade. Du brauchst das Zeug einfach nicht mehr. Es wird dir nicht mehr schmecken. Und du wirst merken, es ist Ballast. Es ist Ballast und es tut dir nicht gut. Es macht Wassereinlagerungen, es entzündet dich, es macht dich krank. In größeren Mengen. Eine Ausnahme kann man immer machen, davon rede ich nicht. Ja? Also ich bin auch, ich liebe Butterbreze. Ich komme ja aus Bayern, ich bin hier im tiefsten Oberbayern, an der Grenze zu Oberndorf. Ich kann, ohne Witz, ich schaue aus dem Fenster und ich sehe Österreich. Ja? Also ich bin wirklich aus dem tiefsten Oberbayern hier. Morgen geht es nach Teneriffa, dann bin ich wieder in Spanien unterwegs. Bei uns gibt es die besten Brezen im ganzen Land, ja, also in keiner anderen Region gibt es so leckere Butterbrezen wie bei uns. Esse ich sie jeden Tag? Nein, ja, aber hin und wieder absolut, ja, absolut, weil sie einfach verdammt lecker sind. Und spüre ich dann so, boah, war vielleicht jetzt nicht das Beste? Ja, manchmal ja, aber wenn ich eine Breze esse, dann hält sich das bei mir auch in Grenzen und wenn ich das alle paar Monate esse, bringt mich das nicht um. Aber mehr sollte ich persönlich zum Beispiel gar nicht essen, weil ich verdammt schlechte Gene habe, was das angeht. Ja? Also mein Körper kann mit Gluten nicht gut umgehen und Insulin ist auch, also ich muss wirklich gut aufpassen. Ja? Mein Körper ist da sehr, sehr belastet, was das angeht. Genetisch bedingt, ja, also mein Erbmaterial, was ich mitbringe, hat schon eine schlechte Voraussetzung dafür. Deswegen muss ich da noch vorsichtiger sein und habe das einfach für mich, das sind meine Standards. Ja? So lebe ich mein Leben, das ist für mich ganz normal und das wissen die Leute um mich rum.
Bei mir kommt keiner zum Geburtstag und nimmt mir eine fette Zuckertorte mit. Die wissen genau, ich schaue die an und sage so, kannst du selber essen, deine Krankheit, danke, brauche ich nicht. Ja? Die machen mir Kuchen ohne Zucker und ohne Mehl, ja, oder schenken mir irgendwas anderes Geniales, wo ich mehr davon habe, ja, wo ich nicht krank werde davon. Die besten Brezen gibt es im Schwäbischen. Das, Magdalena, halte ich für ein Gerücht, aber ich bin offen, das natürlich auszuprobieren. Ja? Sag mir genau, wo im Schwabenlande ich hinkommen muss und probieren muss. Ja, dann mache ich das und dann gebe ich meine Bewertung ab. Ja, es sind nämlich immer die, ja, gut, meine Schwaben, ja. Ja, wenn du jetzt gesagt hättest, du bist aus Hannover und bei euch gibt es die besten Butterbrezen, dann hätte ich gesagt, dann hätte ich gelacht. Beim Schwabenland weiß ich es nicht genau. Kann ich nicht sagen. Also wäre ich offen für einen Vergleich auf jeden Fall. Würde ich mir antun. Und es ist, ich möchte sagen, es ist ein Prozess. Ja? Also es sind dann Standards, die du in deinem Leben etablierst. Ja? Gesunde Gewohnheiten, die du in deinem Leben holst, die dein Alltag werden. Das wird dein neuer Standard. Und das wird deine neue Identität. Sprich, super, ein neuer Mensch ist geboren. Ja? Ein Mensch, der einfach bewusster ist. Lauterbach im Schwarzwald. Okay. Ich bin gespannt, wenn ich da irgendwann mal in der Nähe bin, dann werde ich das testen. Eine neue Identität, die du entwickelst. Du bist einfach ein besserer, gesünderer Mensch, was das angeht. Ja? Du weißt, was nötig ist im Thema Ernährung, Thema Bewegung, Thema Schlaf, Thema Nährstoffe, Thema Stressbewältigung. Und viele meiner Kundinnen haben das Problem, dass das dann nicht gesellschaftstauglich ist. Ja? Und wenn sie dann essen gehen, werden sie blöd angeredet, wenn sie keinen Wein trinken und wenn sie keine Kohlenhydrate essen wollen. Dann lass die Leute reden, ja. Lass die Leute reden und lass die Leute krank werden. Die können mit ihrem Körper machen, was sie wollen. Aber was du mit deinem Körper machst, ist alleine deine Entscheidung. Ich hoffe, das ist angekommen, wie wichtig das ist. Ja? Gerne bitte das Ganze teilen. Ja? Insulinresistenz erkennen, das ist der Titel. Ja? Jetzt habe ich wirklich viel ausgeholt, viel erzählt, aber es ist so wichtig. Das ist wirklich meine Message. Ja? Dieses Live spiegelt meine ganze Arbeit wieder. Dieses Live spiegelt meine ganzen Werte wieder. Und dieses Live spiegelt wieder, was ich in der Welt bewegen möchte. Ja? Und wenn du sagst, das ist eine coole Mission, das gefällt mir, das finde ich gut, ich bin da am Start, dann teile das auch mit anderen Menschen. Weil meine Mission ist wirklich, unserer Welt zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz zu besiegen, damit jeder wirklich da draußen versteht, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst. Und das ist eine riesengroße Mission, die kann ich nicht alleine schaffen. Deswegen brauche ich natürlich deine Unterstützung und die habe ich, indem du meine Inhalte teilst und meinen Kanal auch weiterempfehlst. Ja? Andere Menschen darauf aufmerksam machst, die Bauchfett haben, die keine Energie haben, die ständig müde sind, die Heißhunger haben, die nicht länger ohne essen können, die Fibrome am Hals entwickeln, die Bauchfett haben. Ich habe es alles aufgezählt, alle Symptome von der Insulinresistenz. Vorstufe von Typ-2-Diabetes. Wenn du nichts machst, kriegst du einen Typ-2-Diabetes. Wenn wir im Großen in unserer Gesellschaft nichts daran ändern, haben wir in der nächsten, spätestens in der übernächsten Generation nur noch Diabetiker. Und wie gesagt, das glaube ich findet keiner gut, außer die Zuckerindustrie und natürlich auch die Pharmaindustrie, weil die verdienen sich natürlich eine goldene Nase dran. In diesem Sinne sage ich danke, dass du mit dabei warst. Danke für die ganzen Herzen, danke auch für die Fragen auf TikTok. Heute war TikTok mal ein bisschen vertreten mit Fragen, voll cool. Wir haben heute übrigens den letzten Tag Sale von den exogenen Ketonen, mit denen du noch beim Fettstoffwechsel Reset mitmachen kannst. Ja, du kannst noch einsteigen, ich lasse dich noch dazu. Es ist erst ein Tag rum, es gab ein Kochbuch, also ein Weihnachtskochbuch mit ganz tollen Weihnachtsrezepten, auch süße Rezepte, Stollen, Lebkuchen, Plätzchen, alles mögliche mit am Start, aber auch herzhafte Sachen, richtig cool, das kam gestern total gut an und wir arbeiten jetzt Tag für Tag einfach daran, unseren Fettstoffwechsel zu resetten, nutzen exogene Ketone als Unterstützung. Wenn du da Fragen hast, wie das zusammenhängt, gerne einfach eine Nachricht schicken, schau dir auch die letzten Lives an, ich habe da ganz viel gesprochen darüber in den letzten Tagen, das heißt, das brauche ich jetzt nicht alles nochmal wiederholen, schau dir das gerne an, kannst du dabei sein. Meine Betreuung hast du dabei, die ganze Community hast du dabei, die Live-Webinare der vier Experten hast du mit am Start, unter anderem meins dann im Dezember über das Thema Insulinresistenz ist auch mit dabei. Also ganz, ganz wertvolle Dinge haben wir für euch vorbereitet jetzt im Dezember. Heute der letzte Tag, du kannst noch 40% sparen auf Ketone beim Kauf von 5 Boxen, du kannst 30% sparen beim Kauf von 3 Boxen oder wir haben halt auch einen ganz leckeren Geschmack, Hibiscus Lemonade, der ist für 25% reduziert, wenn du dann auch nur eine Box kaufen magst. Macht es auf jeden Fall Sinn, den zu nehmen, weil der schmeckt sehr, sehr lecker. Oder du nimmst eine gemischte Box mit 10 verschiedenen Geschmäckern, je mit und ohne Koffein, auch 25%. Ist natürlich auch cool. So, in diesem Sinne,
Ich wünsche dir einen wunderschönen Dienstag. Morgen bin ich unterwegs. Ich fliege nach Teneriffa. Morgen gibt es kein Live. Wir hören uns und sehen uns wieder am Mittwoch. Bin ich dann wieder am Start. Freue mich, dass du mit dabei warst live. Wenn du das Replay angeschaut hast, schreib gerne Replay in die Kommentare oder lass mir noch ein fettes Herz da, damit ich weiß, dass es auch noch wer am Nachgang angeschaut hat. Da freue ich mich dann immer. Schick dir ganz viel Sonne. Bei uns ist jetzt hier die Sonne auch angekommen im tiefsten Oberbayern. Ich nehme die morgen mit nach Spanien. Na, da ist schon genug Sonne. Da glaube ich, brauche ich sie gar nicht mitnehmen. Genau. Schön, dass du mit live dabei warst. Vielen Dank und danke auch für deine Unterstützung, für die Herzen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir sehen uns wieder am Mittwoch. Mach's gut. Ciao.